Hallo, setz dich. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Sie ist frisch. Ich mag keinen Kaffee, aber das wird reichen. Das duftet wunderbar. Name und Rang? Oberscharführer Alfred Hoffmann, Herr. Meine Männer nennen manchmal meinen Rang Feldwebel. Wie lange wird das hier denn wohl dauern, Oberst? Ich möchte nur so schnell wie möglich zu meinen Männern zurückkehren. Zweiter? Ja? Bist du der Gruppenführer der zweiten Trupp? Natürlich, Herr. Ich befehlige sie ständig. Und unser Kommandant ist Fleischer und Tellermann. Lag Tellermanns Rang viel höher als der von Fleischer? Jawohl, Herr. Verstanden. Und noch etwas. Mein Freund Färber hat mir erzählt, wie sie in Frankreich gelandet sind. Färber ist ein Fallschirmjägersoldat? Jawohl, Herr. Wie ist der Absprung verlaufen? Wir werden alle sterben! Wir müssen jetzt sprengen, Oberst. Wir warten auf das grüne Licht! Bist du dir da überhaupt sicher? Deichmann, stell dich in die Tür! Und außerdem, es gab zu viel Rauch und Feuer und Färbels Freunde haben Schlüter nicht bemerkt. Schlüter? Er war der Letzte in der Staffel. Er wurde von einem feindlichen Flakgeschütz erschossen. Nur Färber hat ihn sterben sehen. Und niemand wusste von Schlüters Tod, bis Färber die Wahrheit Reichmann erzählt hat. Also denke ich, ich sollte die ganze Geschichte erzählen, richtig? Ja, Oberscharführer. Erzähl mir alles, was du in Aktion gesehen hast. Wir erhielten den Befehl, das feindliche Gebiet zu säubern, damit die 14. Fallschirmjägerdivision sicher landen konnte. Verstehe. Fleischer befahl uns, uns aufzuteilen und Bereiche zu überprüfen. Ich hörte ein seltsames Geräusch in der Nähe eines Baumes und beschloss, dort nachzusehen. Und dann sprang ein Amerikaner aus einem Busch und versuchte, mich zu töten. Ich habe den Kampf gewonnen, aber mein Gewehr war stark beschädigt. Und Reiter kam genau rechtzeitig. Reiter? Rottenführer Weiter, Herr. Er war früher einmal ein Polizist. Er hat etwa 44 Kriminelle gefasst und war der beste Polizist in Deutschland. Wow, was ist passiert? Bist du in einen Kampf geraten? Dein Gewehr ist beschädigt. Keine Sorge, wir finden zusammen eine Waffe für dich. Lass uns gehen. Sofort, Herr Feldwebel. Sei diesmal, rücken wir bald ab. Zu Befehl. Bis später, Herr Feldwebel. Sucht euch Deckung. Männer, sammeln. Jawohl, sofort.
Das war ein fantastischer Granatenwurf, den ich je gesehen habe. Ich bin nicht einmal beeindruckt, Fischer. Und was? Es war trotzdem erstaunlich und hat sofort das Flugabwehrgeschütz zerstört. Hoffmann hat auch Granaten perfekt geworfen, genau wie ich. Halt den Mund, Fischer. Mir egal, Schlaukopf. Wo sind denn Pfeffer und der Rest unserer Männer? Wir suchen sie. Los jetzt! Runter! Männer, sammeln! Los, nach da drüben! Legt Sperrfeuer auf diese Position! Aufstehen und schießen! Die Amis wechseln die Stellung! Feuert mit allem, was ihr habt! Zu mir! Nach da drüben! Los! Feuer konzentrieren! Sofort, Herr Feldwebel! Feuert aus allen Rohren! Hierher! Bin da, Herr Feldwebel. Was war das? Das sind Panzergrenadiere. Es ist gut, einige Fallschirmjägersoldaten zu sehen. Bringt eure Ärsche hierher, Soldaten. Von welcher Division seid ihr? Die 12., glaube ich. Tatsächlich gehören wir zur 17. SS-Panzergrenadierdivision. Ja, genau. Wir sind Panzergrenadiere der Waffen-SS. Unsere Mission ist es, euch sicher zu landen und die Amerikaner in diesem Gebiet zu beseitigen. In Ordnung, wir haben euren Kameraden gefunden, der mit euch unterwegs war. Hey Leute, ich höre Geräusche. Ich habe auch etwas gehört. Gesamte Gruppe, zu mir! Jawohl, sofort! Hast du dich vor einem unschuldigen Pferd erschreckt? Ich konzentrierte mich und plötzlich hat mich dieses Pferd ein wenig erschreckt. Warum sagst du das? Ich weiß nicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich eine Phobie vor Pferden habe. Sofort, Herr Feldwebel! Da sind sie! Einer weniger! Das war der letzte Armee! Im Laufschritt! Feuer konzentrieren! Der Feind wechselt! Schießt auf das MG42! Na los, Bewegung! Jetzt! Aufstehen und schießen! Sofort, Herr Feldwebel! Weniger. Nach da drüben! Zu Befehl! Los!
Na los, Bewegung! Jawohl, sofort! Ah, ihr seid endlich hier. Die meisten Fallschirmjägersoldaten sind hier sicher gelandet. Die Mission ist abgeschlossen. Tellermann hat uns befohlen, uns nach Saint-Aubin zu bewegen. Phobis Truppe ist schwer verletzt und wir müssen ihnen helfen. Los geht's. Sturmbannführer Fleischer. Ja, Herr, er befiehlt uns immer, etwas zu tun. Verstanden. Dann wurden Fischer, Pfeffer und ich angewiesen, irgendwo in der Kirche Arzneimittel zu finden, damit die Freunde von Vogel überleben könnten. Sie sind Oberscharführer, richtig? Stehen Sie auf. Meine Leute sind schwer verletzt und brauchen medizinische Vorräte. Schlechte Nachrichten sind, dass wir keine Erste-Hilfe-Kits mehr haben. Ich würde eher ohne diese medizinischen Vorräte sterben. Meine Leute werden ohne medizinische Vorräte sterben. Oberscharführer, der Schütze Pfeffer hat mir mitgeteilt, dass die medizinischen Vorräte in der Kirche sind. Ja, und es gibt eine amerikanische Patrouille. Finden Sie medizinische Vorräte für diese Soldaten, Oberscharführer. Wir bleiben hier und bewachen diesen Ort. Los jetzt! Bitte retten Sie meine Freunde. Hierher, Männer! Will sonst noch jemand eine Abreibung? Bin da, Herr Feldwebel! Schuss nehmen! Los! Sperrfeuer, macht schon! Sammeln! Nach da drüben! Ich stehe unter Beschuss! Mich hat's erwischt! Wir liegen unter Beschuss! Oh, Mist! Ich bin getroffen! Na los, Bewegung! Greif die Amis über die Flanke an! Sofort! Sammeln!
Nach da drüben! Der Feind wechselt die Stellung! Verstanden! Noch mehr Amis! Feuer verlagern! Feuer verlagern! Feuer! Achtung! Granate! Ich brauche Sperrfeuer! Gegangen. Greifen wir an! Das war der letzte. Zu mir! Bin da, Herr Feldwebel! Schnell! Los, los, los! Zu Befehl! Wir liegen! Da sind die Armee! Einer weniger! Feuer! Da kann ich nicht hinschießen, Feldwebel. Nach da drüben! Feuer konzentrieren! Wir liegen unter Beschuss! Schießt auf alles, was sich bewegt! Weiter schießen! Im Laufschritt! Weiter feuern! Gruppe! Sammeln! Bin da, Herr Feldwebel! Da sind die Armee! Mist! Ich bin getroffen! Los! Oh, Mist! Ich bin getroffen! Ich stehe unter Beschuss! Jawohl, sofort! Sperrfeuer, oh, mach schon! Der Feind wechselt die Stellung! Los, Feuer! Das ist verdammtes Mörserfeuer.
Die Amerikaner werden wahrscheinlich einen Gegenangriff starten. Ich bin bei dir, Hoffmann. Im Laufschritt! Los, schnell! Verstanden! Rücken wir bald ab? Nach da drüben! Los! Nach da drüben! Na los, Bewegung! Nach da drüben! Nicht, Herr Feldwebel. Feuer schon! Noch mehr Amis! Los, Feuer! Haben Sie das aufgehört, Herr Feldwebel? Fleischer hat uns befohlen, dem Gebiet Sicherheit zu verschaffen. Dieses Mörserfeuer hat uns ganz schön erschreckt. Es sieht so aus, als hätte er das Gebiet bereits gesäubert. Ja, das sehe ich. Fleischer hat sie angewiesen, sich mit Hennemann, Lehmann und Lukas zu treffen. Die Koordinaten sind auf der Karte markiert. Also waren Sie Teil des Scharfschützenteams?
Ja, sie brauchen Hilfe bei der Jagd nach amerikanischen Patrouillen. Okay, und? Und danach werden wir uns mit Fleischer wieder zusammenrotten. Bist du bereit, Patrouillen zu erschießen?